Ja, ich bin der Joel Ebi, bin Goalie beim SCB und habe Nummer 80. Joel Ebi mit blutjungen 18 im Kader vom Schlittschuhclub Bern nachgerückt aufgrund von der Verletzung von Nolan Schäfer. Wie hast du reagiert, wo der Trainer dir gesagt hat, also los jetzt, du stehst in der Bande, wenn sich der Büri verletzt, spielst du? Ja, ich bin zuerst mal sicher nervös geworden, wie das aussieht, hier vor diesen Leuten einzulaufen und dann auch, was ich machen muss, so im Einlaufen, ist immer so ein bisschen, ja, etwas Neues. Oder? Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut, oder, mit ihnen zu trainieren, dort viel zu lernen. Und dann, ja, später am Abend dürfen ein Match zu gehen mit ihnen gegen Lugano hier und dann dürfen gewinnen, ist natürlich cool. Bist du jemand, der von klein auf so ein Spiel und den Club verfolgt bei der SCB? Kommst du aus einer Eisportlerfamilie? Deine Schwester ist Eiskunstläufer, du von klein auf immer im Hockey. Wer war so deine Zahlzündung in der Familie, die euch aufs Eis gestellt hat? Es war, glaube ich, selber. Ich war etwa 3 und habe mal ein Match gesehen hier. Und dann hat mein Vater gesagt, dass ich das gerne noch machen möchte. Die Eltern waren eigentlich eher dafür, dass ich noch ein bisschen warte. Noch ein Jahr warten und dann mit 4, 4,5 hier im ersten Training gemacht. Also hier eben wirklich in dieser Arena, wo du jetzt vorausverkauft im Haus runter kannst stehen. Eindrückliche Sachen. Wie war das erste Mal das Gefühl, wo du bist hergelaufen und eingelaufen und eingespielt? Nein. Ja, es war wirklich wahnsinnig. Letztes Jahr war ich mit Lausanne noch hier und durfte einlaufen. Das ist schon noch etwas anderes. Oder? Da hat man die ganzen Fans gegen ihn eigentlich. Und jetzt hier einlaufen, der Name wird aufgerufen, und so, das ist wirklich wahnsinnig. Und dann, am Schluss vor allem noch die Wellen machen nach einem Sieg, das ist wirklich eindrücklich. Du spielst in der höchsten Juniorenliga bei den Elite A-Junioren beim SCB. Dort bist du den Druck gewöhnt. Gleich hat man jetzt gesehen, im Training, wir haben dich ein bisschen beobachtet, da geht es ziemlich heftig zur Sache. Ist das ein grosser Unterschied zu den Elite A-Junioren und jetzt in einem Spiel oder in einem Training von der National League? Ja, wirklich ist ein grosser Unterschied. Also Tempo, das ganze Spiel, gerade so bei 3-3-Situationen, eng, so ist wirklich, habe ich mich anpassen müssen. Und dann haben sie natürlich auch viel genauere Schüsse. So. Und dort konnte ich viel lernen. Und ich habe das Gefühl, das hat mir ein bisschen Selbstvertrauen gegeben für die Matchen bei den Junioren. Und, ja. Spaghetti oder Reis? Spaghetti. Justin Bieber oder Justin Timberlake? Justin Timberlake. NHL oder NLA? NHL. Ja, ja, einfach, ich meine, es ist die beste Liga, die es gibt. Ich meine, klar, NLA ist auch wahnsinnig, oder für Junge, oder ist es ein Ziel. Aber für jeden Guy, der von Hockey ist, ist es ein NHL-Ziel, natürlich, schlussendlich.